Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, ihr hört schon, es halt ein bisschen. Ich bin in der neuen Wohnung und ihr seht, ich habe Greenscreen jetzt aktiv. Ich hoffe, der funktioniert einigermaßen. Ich finde, es gibt noch ein paar Fehler. In der heutigen Mission fliegen wir zu Minmus. Ihr seht, ich habe ein sehr altes Stück von uns ausgepackt und es ein bisschen abgeändert. Das war eine unserer ersten Minmus-Länder. Ich habe gedacht, wir nehmen dieses alte Gerät mal wieder zum Test und schauen, wie gut es zum heutigen Standard noch ist. Ich habe es mit wissenschaftlichen Geräten bepackt und Wissenschaftler und Techniker mitgenommen, genauso wie den Piloten. Und ich würde sagen, wir testen das Ding mal. Also 3, 2, 1, Liftoff. Das knallt. Es knallt und knistert hier. Aber geht relativ flott nach oben. Muss man lassen. Okay, man sieht auch, es hat natürlich 3 Stück von den Hauptsegeln. Die haben auch ordentlichen Output. Und können dementsprechend auch Druck ausgeben. Ah, wir haben hier auch eine Kraftstoffleitung verbaut. Das ist gut zu wissen. Ich habe nur oben rum gebaut. Ich habe mich um unten gar nicht gekümmert eigentlich. Ich habe hier oben ein Lagermodul verbaut. Und die Nahrungsmittel links und rechts verpackt an dem Gerät. Der Rest des Schiffs ist eigentlich noch relativ originalgetreu. Weil ich einfach die Teile mitnehmen wollte, damit wir diese für den Flug und für unsere Mission parat stehen haben. So, wir werden langsam unsere Rotation einleiten. Und schauen, dass wir auf einen guten Flugpunkt kommen. Sollte hoffentlich auch einigermaßen gut funktionieren. Nein, nicht kippen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt wird das Ding ein bisschen heikel. Aber wenn es versucht, schief zu kippen, dann muss man ein bisschen aufpassen. Wir sind durch die Wolkendecke jetzt durch. Perfekt. Einwandfrei. Und dann checken wir. Guck mal, eine Stadt oder was auch immer das darstellen soll. Achso. Vorsichtig. Ah, es knistert. Man sieht, wir sind eindeutig aus dem normalen Atmosphärenbereich schon draußen. Schauen wir unsere Manöverpunkte an. So. Wir gehen schon flacher. Sollte nämlich einiges besser funktionieren dann. So. Wenn ich überlege, das ist eine Rakete, ich glaube, die haben wir fast vor einem Jahr verwendet. Die ist schon ewig alt. Also echt ein Urgestein dieses Let's Plays. Booster sind abgetrennt. Einwandfreie Trennung. So wie man das braucht. Was machen die denn? Die machen ein kleines Tänzchen. Ein kleines Tänzchen. Was natürlich das Nachteil läuft, ist, wir haben eine sehr große Front hier vorne, die natürlich nicht unbedingt dazu beisteuert, dass wir gut fliegen. Aber ja, Hauptsache es funktioniert einigermaßen. Das würde ich sagen, ist doch die wichtigste Sache. Versuche nicht gleichzeitig jetzt, also auf diese Art von Flugmanöver versuche ich jetzt relativ früh auch meinen Periapsis zu heben. Mit dem wir dann natürlich, wo wir dann natürlich weniger Treibstoff brauchen, mit den anderen Triebwerken, um unseren ganzen Orbit anzuheben. Ich versuche halt relativ früh in diesem Fall das ganze Schiff ein bisschen höher zu bewegen. So, der Apoapsis ist jetzt schon bei 54 Kilometern, 55. Ja, wir steigen gut, wir steigen gut. Und ich nehme natürlich um 23 Uhr nachts hier diese Folge auf. Ups. Ihr hört schon, es halt noch ein bisschen, weil der Raum ist noch relativ leer. Das wird sich noch hoffentlich alles in der Zukunft ändern. Hier wird noch einiges gemacht. Aber ich bin im Grunde vor 2-3 Tagen hier eingezogen. Und da ist natürlich die Zeit ein bisschen knapp. So ein bisschen. Jetzt machen wir mal ein bisschen flacher. Jetzt können wir uns noch flacher begeben. Eigentlich schon relativ senkrecht. Relativ senkrecht. So, das sollte passen. Weil hoch dürfen wir natürlich, aber Alter, das Ding ist.
Waren wir das im Overbuild damals? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr gesehen eigentlich. Also ich habe die so heute mal die Raketen durchgestöbert, was wir denn nehmen könnten für die Mission. Und habe dann das gefunden und habe gedacht, ach komm, haben wir lange nicht mehr verwendet, nehmen wir mal. Das war ja Heavy Overbuild. Wenn ich mir gerade anschaue, wie gut das fliegt, Lecco Mio. So, jetzt werden wir gleich die Antriebe cutten. Antriebe sind gecuttet. Hat das Teil eigentlich SRS? Ich glaube nicht. Ah, das waren noch die Zeiten ohne SRS. Kann das sein? So, wir tun jetzt alle Solarpaneele ausfahren. Was ich in Zukunft gerne machen würde, wäre eine Art Raumschiff, das zur Landung auf Minimus gilt. Ah, schau an. Mhm. Ich glaube, das war eine modifizierte Variante in unserer ersten Raketen. Ich glaube, da habe ich eine Fehlzündung gehabt damals, ne? Das kann gut sein. So. Perfekt. So, perfekt. Ja, das schaut gut aus. Wir sind im Orbit. Jetzt drehen wir das ganze Teil nochmal. Genau, die Seitenbooster waren eigentlich nur dafür zuständig, uns bis zum Minimus und zur Landung zu bringen. Und danach hat das Mitteltriebwerk übernommen. Was auch relativ eigentlich stark ist. Das schaut schon brutal aus, wenn man sich so anschaut, ne? Echt vollkommen überbaut. Vollkommen selbst. Eine Duna-Reise, glaube ich, sogar schon. Was das Ding hier drauf hat. Wir steigen jetzt mal bis zu unserem Apoapsis. Hier vorspulen. Und schauen, dass wir das Ding dann von hier aus direkt zum Minimus katapultieren. Bitte ausrichten. Und auch unten ist der Booster schon. Ist sogar schneller wie wir, habe ich das Gefühl, oder? Bisschen flotter ist unterwegs. Na, ganz leicht von hinten sehen wir es noch. Hat es jetzt kurz geleckt. Wenn wir mal die Triebwerke zünden. Unseren Periapsis zu heben. Und in den Orbit zu schießen. Alter, wie schön das hier Licht auch macht. Also, es gibt, die Mods machen schon viel aus in diesem Spiel, das muss man lassen. Mods sind echt. Haben Kirby Space Program einiges schon angehoben und ich bin auf den Zeiten sowas von gespannt, was der uns noch alles bringt. Ich glaube, der Teil wird nochmal ein ganz anderes Level an Let's Play Gaming, vor allem im Weltraumbereich. Mit der heutigen Technologie, die wir auch haben, kann man bestimmt viel simulieren. Auch in diesem orbitalen Bereich, systemweiten Bereich. Das wird bestimmt eine mega coole Sache. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Triebwerke sind gefallen. So, wo ist denn Minimus? Was liegt denn hier rum? Wir wechseln mal kurz. Was ist das? Kran in. Ja, das ist vom Kran was, aber warum fliegt es da rum? Warum fliegt da was rum vom Kran? Das ist das Kranmodul, das wir geschickt haben. Oh. Kein Oxidator mehr. Wir haben hier einen Raketen da rumfliegen. Ja, das fliegt auf einer sehr interessanten Umlaufbahn. Ähm.
Scheiße. Aber jetzt müssten wir irgendwann mal catchen. Mit so einer kleinen Rakete ein bisschen Tank reinfüllen. Dann halt von vorne vielleicht zu catchen. Den Tank überspielen, dann mit der Rakete in die Körben-Atmosphäre eintreten, um es zu verbrennen. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Wäre, glaube ich, gar nicht doof. Ich hätte gerne wieder mein Schiff, wo ist es denn da? Wenn wir das Länder wechseln zu. Wo kam denn das her? Ich habe total vergessen, dass ich dem mir den Kopf vergeben habe. Oh Gott, und es kann auch noch fliegen. Das Problem ist ja, der hat Tank, aber er hat kein Oxidator mehr. Ich weiß gar nicht, warum hat der kein Oxidator mehr? Habe ich dem den Oxidator komplett geklaut? Habe ich dem echt den kompletten Oxidator geklaut? Scheint so, ne? So, wieder Karte. Wieder Karte. Als Ziel setzen. Erdmanöver hier. Und mal ganz groß ziehen. Groß ziehen, groß ziehen, groß ziehen. Ne, hier konnte ich das nicht. Hier konnte ich das machen. Next Orbit, Next Orbit, Next Orbit, Next Orbit. Das sind 3000 Jahren, Reset. Wir drehen das Ganze einfach um. Komme ich immer noch hier mit Ziel. Das gibt's doch gar nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur. Aber kann ich das mit dem nicht rein durch machen? Astagator. Minmus. Der sagt in Create Maneuver. Mein erstes Manöver ist. Angeblich haben wir jetzt einen guten Manöverpunkt, lol. Okay. Schauen wir mal, wie gut das ist, ob wir danach manövrieren müssen. Ich traue dem ganzen Spaß nicht. Wir warten bis eine Minute und schieben dann mal. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.